Hi, Dicker Yoshi wieder. Wieder ein DVD-Film, den er euch mal näher bringen möchte, und zwar von Stephen King, Rea M. Oder im Englischen, glaube ich, Maximum Overdrive. Ja, dieser Film, was soll ich dazu großartig erzählen? Es geht um einen Meteor, der an der Erde vorbeifliegt und dessen Schweif die Erde ja in so einen grünen Schleier da mittaucht oder was es da ist. Und dann eben halt statt wie bei vielen Zombie-Filmen halt irgendwelche Zombies, also Menschen, die von irgendwas befallen sind, durchdrehen, ist es hier in diesem Film Maschinen. Also sei es jetzt Auto, Flugzeuge, Bankautomaten, Rasenmäher, egal. Also die fangen dann hier an durchzudrehen. Von der Idee, ja, ist das cool, wie ich finde. Ist halt mal was anderes, außer jetzt irgendwelche Zombies oder Besessenen, ja. Diesmal sind es Maschinen. Und ich finde das von der Idee her sehr gut. Aber jetzt der Film an sich, also die ersten Momente sind ganz cool und ganz amüsant. Aber dann der Rest des Films zieht sich wie verrückt und das ist ja öde. Also es handelt sich dann um ein paar Leute, die in der Tankstelle sich verbarrikadieren, also so einen Truckstop. Und wo halt mehr oder weniger LKWs im Kreis drum rumfahren und ihm halt, ja, weiß nicht, um Benzin betteln und die Leute terrorisieren. Also ist ja nicht mehr so, also dann flaut es sehr stark ab. Von Anfang ist es toll, die ersten paar Minuten, und dann sehr stark geht es runter. Ja, der Film hier in der DVD-Version soll uncut sein, ist auch ab 18. Oder ist auch uncut, wird aber gesagt. Ja, wie gesagt, das Ding ist ab 18. Cooler Soundtrack von AC/DC, wie man hier schon lesen kann, ja. Und jo. Kann man mal gesehen haben, muss man nicht. Aber vielleicht mal um den Film, um den vielleicht mal mitreden zu können, soll man sich mal angucken. Aber ich vermute mal, die meisten werden eh nach den ersten paar Minuten abschalten. Jo, das war's. Bis demnächst. Digga Yoshi.